Boa noite a todas e a todos. Herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einer Veranstaltung der Lecture- und Filmreihe Tropical Underground, das brasilianische Cinema Marginal und die Revolution des Kinos. Die erste Lecture- und Filmreihe gab es hier im Filmmuseum bei der Wiedereröffnung 2011 und seit 2012 gibt es diese Zusammenarbeit mit der Goethe-Universität und der Professur für Filmwissenschaft, also Professor Vinzenz Rediger. Und da haben wir jetzt schon wunderschöne Reihen gemacht zu Jean-Luc Godard, Andy Warhol, Pier Paolo Pasolini, Agnes Varda und Ernst Lubitsch, wie Sie vielleicht schon in den letzten Jahren auch schon erlebt haben. Und unser Gast ist auch heute, war auch schon dabei, kennt auch schon unsere Lecture-Filmreihe, aber das dazu später mehr bei der Einführung. Und all diese fünf erfolgreiche Reihen zu einer Person, zu einem Regisseur oder Regisseurin, haben wir für dieses Jahr 2017/18 das Thema Tropical Underground und das Cinema Marginal und brasilianische Kino der 60er und 70er Jahre gewählt. Das ist eine Herausforderung gewesen. Ich freue mich immer, wenn ich Leute sehe, die immer wieder kommen, aber auch neue Gesichter hier zu sehen bei dieser Reihe, weil wir haben bestimmt eine ja, herausfordernde Programm in dieser Reihe, das seit Oktober und das geht noch bis Juli. So, ich weise immer darauf hin, dass wir das komplette Programm in diese Flyer da draußen haben. Für die, die neu sind, können noch das Programm, was wir noch bis Juli vorhaben, hier erfahren oder auch bei unserer Webseite www.tropical-underground.de. Das nicht nur das Programm der Lecture- und Filmreihe hier im Filmmuseum, sondern auch das Programm von der Tagung. Das ist so, nächste Woche haben wir einen Hochpunkt sozusagen von Tropical Underground, und zwar die Tagung Das andere 68, Anthropophage Revolutionen in der brasilianischen Gegenkultur nach 1968. Und davon gibt es auch so einen Flyer, das können Sie auch draußen mitnehmen. Da sind die ganzen Panels da drin. Wir werden dann über Literatur, Musik, Kino, Kunst in diesem Kontext von Brasilien, 68 und was dort los war, was Ähnlichkeiten, aber auch große Unterschiede zu was in Europa in der Zeit passiert ist, gibt. Und ich lade alle sehr, sehr herzlich ein für diese Tagung, die im Museum Angewandter Kunst, also hier ein paar Meter weiter auch am Mainufer, stattfinden wird. Nächste Woche, also von Mittwoch bis Freitag, 23. bis 25. Mai, findet die Tagung im Museum Angewandter Kunst statt. Und am 23. gibt es dann eine spezielle Abend, was wir hier vorhatten, ein Abend für Elena Ines, die große Star des Cinema Marginal, die wir eingeladen haben und die auch gerne kommen würde, aber sie musste vor ein paar Tagen leider ihre Reise, also ihre Präsenz hier in Frankfurt absagen. Das ist uns sehr, sehr schade. Für sie auch. Sie hat uns ein paar Videobotschaften geschickt, die wir dann vor dem Film spielen werden. Und also das Filmprogramm bleibt wie im Programm. Also am 23. wir zeigen dann den jüngsten Film von Elena Ines, Amor do Calendário. Und dann um Viertel nach acht Copacabana Mon Amour, ein der große Film von Rogério Sganzella, auch mit Elena Ines in der Hauptrolle. Okay, ich glaube, das war es von mir. Ich wollte nur ganz kurz zum Ablauf des Abends noch als Erinnerung für die, die schon mehrmals da waren, sagen, dass wir jetzt einen Vortrag haben, dann eine kurze Pause, 10 Minuten hier vor dem Umbau, und dann haben Sie auch die Gelegenheit, in dieser Pause noch Getränke da oben im Café zu holen, und dann geht es weiter mit dem Film, und nach dem Film gibt es auch die Möglichkeit, hier ins Gespräch zu kommen und Fragen über den Film oder über den Vortrag zu stellen. Deswegen lade ich auch alle sehr herzlich ein, nach dem Film auch für das Gespräch zu bleiben. Jetzt doch Schluss von mir, und Vinzenz Rediger wird dann unsere Gast des Abends vorstellen. Vielen Dank für die Anwesenheit. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das brasilianische Cinema Marginal ist bevölkert von den ikonischen Dämonen des 20. Jahrhunderts. Wir hatten im letzten Herbst Ivan Cardosos
Mumienfilm O Segredo da Mumia gezeigt, wo eben der Mummy auftauchte. Am 7. Juni wird der Leo Felipe über Nosferatu do Brasil sprechen, also über Dracula. Und heute Abend ist Hitler dran, der ja, da nicht fehlen darf in dieser Reihe. Er kommt vor in einem Film des Multitalents José Agrippino da Paula, ein Mann, der zunächst mal als Schriftsteller Eindruck gemacht hat. Wir werden gleich mehr darüber hören. Sein Roman Panamerika, 1967 erschienen, gilt als einer der Auslöser des Tropicalia-Moments, der Tropicalia-Begegnung, der Tropicalia-Bewegung. Es ist ein Roman, in dem Marilyn Monroe, John Wayne, alle großen Stars des amerikanischen Kinos einen Auftritt haben. Und insofern ist dann der heutige Film auch wieder als eine Fortsetzung dieser Reihe zu sehen. Der Film, den Sie sehen werden, ist, wie das oft der Fall ist bei den Filmen des Cinema Marginal, gewissermaßen eine Flaschenpost. Also ein Film, der eine Latenz hatte, der in dem entscheidenden, politisch-kulturell entscheidenden Moment Ende der 60er, zu Beginn der 70er Jahre entstanden ist und seine Wirkung eigentlich erst später entfalten konnte, weil er außerhalb, also einige dieser Filme wurden ja auch außerhalb Brasiliens gedreht oder lange nicht gezeigt in Brasilien, wie einige der Belair-Filme von Ruggiero Scanzerla. In diesem Fall haben wir es mit einem Film zu tun, der 1968-69 entsteht und 1984 überhaupt erst in Brasilien zur Kenntnis genommen wird, also in dem Moment, in dem die ersten demokratischen Wahlen nach Ende der Militärdiktatur schon wieder stattgefunden haben und in dem Brasilien einen Prozess durchläuft, den Félix Guattari und Sueli Rolnick in einem schönen Buch über diese Phase als molekulare Revolution beschrieben haben, also als einen Umbruch der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Hierarchien in Brasilien, die eben stattfinden in Form von Kulturevents, Diskussionsforen und der Entwicklung neuer Ausdrucksformen, aber eben auch der Wiederentdeckung von Dingen, die gemacht worden waren in diesem entscheidenden kulturellen Wendepunktmoment 1969 bis 1973. Also eine filmische Flaschenpost, über die uns unser heutiger Gast gleich alles Wichtige erzählen wird. Unseren heutigen Gast kann man vorstellen, indem man sagt, das ist der einzige, den wir einladen können, bei dem das Publikum seine Bücher zum Signieren mitbringt. Man kann es auch noch steigern, wie ich gerade erfahren habe, indem man erzählt, dass es im Großraum Köln jemanden gibt, der zu allen Anlässen mit unserem heutigen Gast jeweils mit einem Stapel neu gekaufter Bücher ankommt, die signieren lässt und die dann auf, in der Internetbuchhandlung für ein Mehrfaches des Einstandspreis anbietet und auch los wird, weil die Widmung des Autors drin ist. Um über Pop vernünftig diskutieren zu können, muss man mit dem Phänomen gewissermaßen aus erster Hand vertraut sein. Und das ist Dietrich Dietrichsen, unser Gast heute Abend. Jemand, der als Journalist, Buchautor, Theoretiker der Popkultur und dazu gehört eben nicht nur Musik, sondern auch Film, Literatur, bildende Kunst zu den prägenden Figuren, ich sage jetzt mal, des deutschen Geisteslebens der letzten 30 Jahre gehört und von dem zuletzt erschienen ist das Buch, das man durchaus als Opus Magnus bezeichnen, der Opus Magnum bezeichnen darf, über Popmusik, ein 500-seitiges Werk, auf dessen Einband im Übrigen eine eindrucksvolle Plattensammlung zu sehen ist, die einen Ausschnitt der 30.000 Schallplatten zeigt, die Dietrich Dietrichsen sein eigen nennen kann. Und danach noch erschienen und mit Frankfurt in direktem Zusammenhang stehend ist seine bisher letzte umfängliche Buchpublikation Körpertreffer, ein Buch, das basiert auf den Adorno Lectures, die Dietrich Dietrichsen 2015 bei uns an der Goethe-Universität gehalten hat. Mit dem Cinema Marginal und der brasilianischen Gegenkultur der 60er und 70er Jahre ist Dietrich Dietrichsen auch seit vielen Jahren auf vielfältige Weise vertraut und hat dazu auch eine Reihe von eigenen Publikationen vorgelegt. Hitler, Tercero Mundo,
war der Film, den er uns vorgeschlagen hat für diese Reihe, und wir haben uns sehr gefreut, dass es dir geworden ist. Dietrich, bitte. Vielen Dank, Vincent. Das ist sehr nett. Ja. Vincent hat ja auch jetzt schon einiges gesagt, was man über diesen Film sagen kann. Also er ist sozusagen innerhalb des Cinema Marginal nochmal marginal. Wenn man sich die so, wenn man so 10 Texte, Überblickstexte zu diesem Begriff liest, dann wird er 3-mal erwähnt. Die anderen nennen ihn nicht, weil er eben im Zeitraum nicht zu sehen war, oder aber auch, weil vielleicht dann doch nochmal da rausfällt. Das müssen wir vielleicht später nochmal entscheiden. Wahrscheinlich haben Sie mehr von den anderen Filmen jetzt gesehen als ich. Ich will anders anfangen. Das wird ja hauptsächlich so eine Art Informationsvortrag, also jetzt keineswegs jetzt so eine Deutung, sondern eher Kontext und Hintergründe. Aber ich fange doch mal an mit zwei Motiven des Films, die mir wichtig sind und die mir irgendwie auch entscheidend zu sein scheinen für die Art und Weise, wie José Agrippina de Paula denkt, oder wie man kann, die Autorschaft ist auch nicht so ganz klar, ob es wirklich allein sein Film ist. Dazu sage ich später noch ein bisschen was, aber wie sozusagen dieser Film tickt. Er heißt ja Hitler Tercero Mundo, also Hitler Dritte Welt. Und es kommen einige Hitlers drin vor. Aber irgendwie, wenn man den Film häufiger sieht, fällt einem auf, dass eine andere, ja, vielleicht Metonymie des Hitler-Phänomens noch konstanter in dem Film zu sehen ist. Und das ist auch ein deutscher Export, der für Brasilien nicht unwichtig war. Das ist der Volkswagen. Also als Hitler repräsentiert ist, wird er irgendwie durch den Volkswagen repräsentiert. Und der Volkswagen ist eigentlich the main actor. Und zwar auch wiederum in mehreren Ausführungen. Also einmal als Käfer, und dann natürlich auch als Bulli, also oder als Hippie-VW-Bus. In beiden Rollen durchzieht er den Film. Vor kurzem ist es nochmal von einem ARD-Beitrag skandalisiert worden, wie eng der Volkswagen-Konzern mit der brasilianischen Militärdiktatur zusammengearbeitet hat und dass er sogar Arbeitslager unterhalten hat. Also es gab VW-Arbeitslager in der Zeit der Militärdiktatur, und Hubert Fichte hat in einem Aufsatz für den Spiegel schon 1972 darauf hingewiesen und auch Ärger bekommen dafür, also wütende Dementi. Aber mittlerweile sind die Fakten etabliert, und das ist jetzt sozusagen nur eine Verbindung von vielen. Aber der VW, und das ist auch irgendwie so typisch für den gegenkulturellen Spirit da drin, ist eben nicht nur so ein deutscher Export oder ein deutscher Import, der in Brasilien gelandet ist und eng verbunden ist mit der Nazizeit, sondern er ist eben auch ein Tool. Er ist ein Mittel, mit dem man alle möglichen Dinge schnell erledigen kann. Und der so im Sinne des der Whole-Earth-Katalog-Parole Access to Tools so etwas ist, was man sich schnell aneignen kann, um einen Film zu drehen, den man sozusagen so aus der Hand herstellt, wie das bei diesem Film der Fall war. Man sieht es in diesem Film nicht nur in allen möglichen grotesken und anderen Situationen verschiedene VWs, sondern man sieht teilweise, und man kann es auch so drüber noch so wissen, dass ein VW, ein VW-Bus quasi für alle Fahrten in diesem Film zuständig ist und das entscheidende, ein entscheidendes Produktionsmittel war von den wenigen Produktionsmitteln, die dieser Film überhaupt zur Hand hatte. Es gibt viele andere auch noch sehr
allegorische Szenen, wenn VWs vollgepackt werden mit Menschen und dergleichen. Also der Volkswagen ist das eine Motiv, auf das ich Sie hinweisen will, weil man es vielleicht am Anfang nicht ganz so, man es vielleicht für zu selbstverständlich hält. Es fahren auch wahnsinnig viel im Hintergrund rum. Und das zweite sind Haare. Also die Hitlers sind immer durch, also Körperbehaarung im Allgemeinen, das ist nicht nur das Haupthaar. Die Hitlers sind, unterscheiden sich von den anderen Personen immer nur dadurch, dass sie eben ein Hitlerbart haben und manchmal auch eine Hakenkreuzbinde, aber der Hitlerbart taucht auch manchmal ohne Hakenkreuzbinde als Ausstattungsmerkmal auf. Und auch sonst sind Perücken ein auffälliges Element, das auftaucht, und Friseursalons. Also dass die Haare so mobil von einem Kopf zum nächsten wandern, etwas aussagen, hat natürlich auch was zu tun mit dem Jahre 68, mit Langhaarigkeit und aber auch mit den sozusagen generischen Figuren, die in diesem Film auftauchen, eben nicht nur Hitler, sondern ein Samurai und andere, die dann auch wieder durch nicht nur, aber stark durch ihre Haare gekennzeichnet sind. Es gibt aber auch so eine der wenigen persönlichen Anekdoten, die man über den Regisseur und seine Entourage, über José Agrippino de Paula kennt, stammt von Gaetano Veloso, der mit ihm befreundet war, der so sagt, dass José Agrippino und seine Frau Maria Esther Stockler, von der ich nachher noch ein bisschen mehr erzählen werde, so in Rio de Janeiro in den 60er Jahren deutlich aufgefallen sind, dass sie als Paar auftraten, aber sich nie in der Öffentlichkeit berührt haben, dass sie einen aristokratischen, unnahbaren Fluidum hatten, aber durchaus mit jedem über alles gesprochen haben, nur eben sozusagen auf alle Konventionen von Höflichkeit, sich anlächeln etc. grundsätzlich nicht eingegangen sind. Und dass sie am Strand unglaublich viel Körperhaar gezeigt haben. Etwas, was sozusagen alle anderen in der Zeit gerade ablegten. Das war, also sich überall rasierten, das war, da waren die stolz drauf, dass sie so behaart waren. Und es gibt auch einige, also zusätzlich zu den Frisierszenen, gibt auch eine angedeutete Folterszene, in der Haare eine große Rolle spielen. Also Haare und Volkswagen vielleicht so als zwei Motive. Weiter mit Gaetano. Ihm zufolge gibt es sozusagen zwei, in seiner Geschichtsschreibung des Tropicalismo gibt es sozusagen zwei Schlüsselmomente, die eigentlich schon fertige Bewegung des Tropicalismo erst richtig geformt haben. Das eine ist für ihn Glauber Rochas Film Terra im Transe, den Sie hier wahrscheinlich auch gesehen haben und wahrscheinlich auch schon ausführlich diskutiert haben. Dieser Film steht für Gaetano interessanterweise für die Zurückweisung des Populismus, so beschreibt er das. Mit Populismus meint er aber eben sozusagen die in dem Film ja durchaus erkennbare kommunistische Partei und also einen Aspekt des brasilianischen Kommunismus, in dem sozusagen als grundsätzlich gegeben ist, dass das Volk gut ist. Dass das Volk, wenn es nur zum Sprechen kommen würde, die Wahrheit sagen würde. Und es gibt eben eine entscheidende Szene in dem Film, in dem das zurückgewiesen wird und sozusagen darauf verwiesen wird, schau dir das Volk an, es sind Trottel. Und was sie reden, ist imbezil. Und das ist die eine Szene, die Zurückweisung des Populismus, die für Gaetano sozusagen die entscheidende nochmal Wendung und Würze ist, die den Bezug des Tropicalismo auf Tradition, aber eben auch auf Importe entscheidend geprägt hat. Die andere, die zur gleichen Zeit für ihn wirksam wurde, ist der von Vinzenz eben schon erwähnte Roman Panamerika von José Agrippino de Paula. Also José Agrippino de Paula hat ja eben erstmal ist er in Erscheinung getreten in den 60er Jahren seit 1965 als Autor
Und der erste Roman hieß Lugar Publico. Und na gut, dazu sage ich später noch was. Aber der zweite eben, der stärker rezipiert wurde, ist eben anders als die Ausrichtung des Tropicalismo an einer weichen, psychedelischen Ästhetik aggressiv, hart, monoton, grotesk. Behandelt die Frage des kulturellen Imports anders als andere tropikalistischen Statements und Kunstwerke, nämlich nicht als sozusagen eine Bereicherung, sondern als sozusagen ein Runterschlucken und sich aneignen und sich nicht befreien können oder umgehen müssen mit auch lowen, hassenswerten Material und das immer in einer brutalen, oft sexualisierten, brutalen Weise, in einer monotonen Sprache. Und dieser Roman, der also tatsächlich damals ziemlich stark rezipiert worden ist, ist, wie auch alle anderen Bücher von Agrippina de Paula, nicht mehr verfügbar in brasilianischem Portugiesisch. Vor einigen Jahren ist die einzige Übersetzung herausgekommen auf Französisch. Aber ich nutze die Gelegenheit, dass im Gaetano in der englischen Fassung seiner Biografie eine englische Übersetzung von einer Szene gemacht hat, um mal kurz einen Eindruck zu geben davon, wie der Ton dieses Romans so klingt. Und eingeleitet von Caetano Veloso's Satz: Panamerica had nothing to do with what I knew and loved as literature. Und dann kommt das Zitat. It was darker in that dark corner behind the pile of cans, where Marilyn Monroe, Marlon Brando and I used to get together. I lifted up Marilyn Monroe's skirt and made her sit on my erect penis. Marilyn moved up and down and Marlon Brando excitedly masturbated, looking on, as Marilyn went up and down on my organ. Cecil B. DeMille and Tony Curtis came back, pushing the cart full of preserves. I, Marlon Brando, and Marilyn Monroe looked on, impassively, over the pile of cans as we waited for the director and the actor. The three of us were seen from the head up, our bodies hidden behind the pile of cans. Cecil B. DeMille passed by, accompanied by Tony Curtis, and we nodded at him. And then Marilyn started again, moving up and down on my hard penis. Das alles sind Szenen, die sich abspielen, während die Bibel verfilmt wird. Also die Rahmenhandlung des Romans ist die Verfilmung der Bibel. Gut, der eine Streit sozusagen, den der Tropicalismo mit der Kommunistischen Partei sozusagen in der Konfrontation aus dem Glauber-Roscher-Film hat, ist eben der zwischen Populismus einer antipopulistischen Orientierung, über die man vielleicht später noch genaueres sagen müsste. Der zweite oder sozusagen damit verbundene ist der zwischen einer brasilianischen Authentizität und eben kulturellen Import. Und Sie werden ja sicherlich dieses Wort schon im Zuge dieser Reihe oft das gehört haben, Anthropophagia. Aber die Anthropophagia, also die Wiederentdeckung dieses Begriffs aus dem Manifest von Oswald de Andrade, spielt ja für das Selbstverständnis des Tropicalismo und der Zeit ab 67 eine entscheidende Rolle und ist seitdem aus brasilianischen kulturellen Diskussionen nicht mehr wegzudenken. Also in diesem Manifest, das ja aus den 20er Jahren stammt, geht es ja darum, dass so eine Selbstbeschreibung brasilianischer Kultur sich sozusagen diesen kolonialistischen Mythos des Menschenfressers aneignet und ihn ins Positive wendet. Und das hat ja sozusagen, das gibt dem Tropicalismo also eine dialektische Lösung für dieses Problem, das ihm von Seiten des Populismus vorgeworfen wird, dass er sich an die US-amerikanische Kulturindustrie verkauft oder dass er nicht authentisch ist, weil er eben sozusagen Einflüsse aus Europa und den USA aufgreift. Eine
ja, eine Art dialektische Lösung, die darin besteht, dass eben gerade das Aufessen von Kultur ist dann wiederum authentisch, nämlich authentisch brasilianisch. Das ist sozusagen in einem tieferen Sinne nicht kolonial brasilianisch authentisch, sondern wirklich authentisch. Und das ist natürlich gleichzeitig auch das Problem, vor allem der Fixierung auf diesen Anthropophagie-Gedanken bis heute, dass natürlich dabei wiederum eine sehr stabile nationalkulturelle Identität darin eingelassen ist. Das ist da sicher nicht, das ist sich in dieser Zeit noch nicht so der entscheidende Punkt, sondern das ist erstmal eine Entdeckung. 67 wird das Stück Rei da Vela von Oswald de Andrade aufgeführt in Sao Paulo. Und die Partnerin von José Agrippina de Paula, die Maria Esther Stockler, macht die Choreografie für diese Aufführung. Und also sie ist Tänzerin und Choreografin. Und Augusto Boal, der Theaterautor und bekannte Theaterpädagoge und Aktivist, der gegen den Tropikalismus ist, nimmt also dieses Stück zum Anlass für eine Abrechnung mit dem Tropikalismus, dem er eben das Nicht-Authentische vorwirft. Und dann eben auch nochmal unterscheidet und sagt sozusagen, das, was die jetzt aufessen wollen, das ist im Original ganz gut, die Beatles sind so ganz okay. Aber was die jetzt daraus machen, ist eben sozusagen Unterwerfung. Und das ist also sozusagen dieser Konflikt. Und die Frage ist, die sich daran stellt und für die eben auch Agrippina de Paula dann wieder wichtig ist, natürlich ist diese Formel, diese anthropophagistische Formel, mit der man sagt, ja, also wir sind gerade darin authentisch, indem wir nicht authentisch sind, die ist natürlich, da ist natürlich immer die Frage, spielt es eigentlich irgendeine Rolle, was gegessen wird? Ne? Also geht es nur darum, dass man irgendetwas importierenderweise aufisst, oder ist das in sich selbst nochmal interessant? Und da ist es ja so, dass bei Agrippina de Paula ist es tatsächlich irgendwie egal. Also das alles, was da an Hollywood auftaucht in dem Roman Panamericaner, wird nicht weiter qualifiziert. Das sind alles sozusagen Schnipsel und Module aus der großen, weiten Welt der nicht nur der Hollywood-Filmproduktion, sondern überhaupt der US-amerikanischen Massenkultur, die nichts anderes sind als berühmt bekannt. Also eigentlich das, was man heute Celebrities nennt. Das ist auch Cassius Clay ist dabei, auch Politiker sind dabei, der Papst etc. Es geht also sozusagen nicht darum, das irgendwie zu qualifizieren. Während die tropikalistischen Musiker, aber auch natürlich Filmemacher, Filmemacherinnen, die jetzt sozusagen sich auf Nouvelle Vague etc. beziehen, ja eben mit Geschmack sich etwas aussuchen, was sie essen. Und also Gaetano darauf besteht, dass es eben ja ausgewählt Hendrix, Beatles sind und nicht einfach die US-Kultur. Das ist natürlich dann, das ist die Frage, die dann durch Agrippina aufkommt. Und Gaetano wiederum erinnert sich daran, dass José Agrippina ihm sagt, das, was ihr macht, ist so, ihr Musiker und Musikerin, was ihr so macht, das geht schon so in die richtige Richtung, aber es ist nicht hart genug. Es ist zu viel Palmen, es ist zu süß. Ihr müsstet tatsächlich mehr vom Rock lernen. Also ihr müsstet sozusagen die härtere, hässlichere amerikanische Massenkultur hässlicher, also ob er dagegen ist, das geht daraus nicht hervor, aber auf jeden Fall eine aggressivere, brutalere Version davon aufgreifen. Härteres Zeug importieren, heißt es an einer Stelle. Ja, kurz vielleicht auch ein bisschen was zur Biografie von José Agrippino. Jahrgang 37, also älter als die anderen Tropikalisten, in Sao Paulo aufgewachsen, was auch sozusagen eine gewisse eben an größerer Großstadt, weniger lieblicher Kitschmotive etc. orientierte sozusagen Selbstverständnis, so wird das öfters ausgespielt, aber auch er geht
in den frühen 60er Jahren nach Rio de Janeiro und studiert Architektur und tritt ab 1965 als Autor auf. Der erste Roman, der 65 erscheint, das Lugar Público, also ein öffentlicher Raum oder öffentlicher Ort. Und der hat im Grunde schon dasselbe Prinzip wie Panamerika, obwohl ich das jetzt nur vom Hörensagen weiß, weil ich ihn nicht gelesen habe. Und wie gesagt, er auch nicht zugänglich ist. Irgendwie ist er denn, Antiquariate, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Ausschnitte aus diesem Roman sind ebenfalls Szenen, in denen in jedem Satz ein Eigenname auftaucht von irgendwelchen Celebrities, hier aber jetzt nicht massenkulturellen Celebrities, sondern historischen. Also Robespierre, Galileo, Göring, etc. Und es gibt dann einen dritten Roman, der im Jahr 69 erscheint, da ist Estados Unidos, den habe ich auch nicht gefunden. Auch um 1965 rum lernt er die Maria Esther Stockler kennen, die, wie gesagt, bereits als Choreografin unterwegs ist und sie gründen eine Theatergruppe, die heißt Sonda. Und sind verschiedentlich als Choreografen, Regisseurspaar so an einigen möglichen Dingen beteiligt. Und das, der erste Erfolg, 67, ist eine Revue, eine Show mit der Gruppe Os Mutantes. Das ist diese erste offen psychedelische Band in Brasilien, aus der unter anderem auch Rita Lee hervorgegangen ist. Und mit dem machen sie eine Art Rock-Revue-Theater, das eben einerseits so eine extended psychedelische Bühnenshow ist und zum anderen aber auch schon beeinflusst ist von Living Theater. Das ist etwas, wo man weiß, dass sie es rezipiert haben. Happening Ästhetik. Und da sind sie allerdings noch, da gibt es noch einen Auftrag und da gibt es eben noch die Kollaboration mit der Band. Dann kommen eben zwei weitere Arbeiten, die sie mehr oder weniger alleine realisieren, eben mit dieser Gruppe. Der erste heißt schon so ähnlich wie der Film, den wir heute sehen, nämlich Tarzan, Tercero Mundo. Und das zweite und bekanntere und auch sehr einflussreiche 69 erschienene Teil oder aufgeführte Teil ist Ritual du Amour Selvage. Das ist, auch davon gibt es einen Film, also das ist eine Art Dokumentarfilm, in dem diese Produktion, ein Teil dieser Produktion zu sehen sind. Der ist nur 30 Minuten oder 35 Minuten lang, aber wie gesagt, enthält Teile davon. Und dann unter anderem durch diese Dokumentation lernt Agrippina de Paula den Sohn österreichischer Immigranten Georgi Bordanski kennen. Der hat dann später eine ganz stabile Karriere im brasilianischen Kino gemacht. Der hat eigentlich fast jedes Jahr eine Produktion. Das Einzige, was ich kannte, ist Iracema. Das war mal so ein Arthouse-Erfolg, auch in Deutschland in den 70er Jahren. Den konnte man sehen. Und Bordanski lebt auch noch und kann auch noch so einiges zu der Produktion von Hitler Tercero Mundo sagen, bei dem er als Kameramann offiziell gelistet ist. Die beiden, Bordanski und Agrippina, hatten den Auftrag, Theaterproduktion zu filmen von Genets Balkon. Und dadurch hatten sie eine Kamera in der Hand. Agrippina hatte bis zu diesem Zeitpunkt mit Filmen nichts zu tun und wird aber zum Regisseur. Und diese Kamera und der VW-Bus zusammen sind das Material mit, und dann natürlich die Gruppe Sonda, ne? Wovon also der bekannteste Figur ist Joe Soares, ein Intellektueller und Schauspieler, der schon in den 60er Jahren relativ einflussreich und bekannt ist und der so später sowas wurde wie der brasilianische David Letterman, so eine Late-Night-Talkshow hatte und der in diesem Film zu sehen ist, das werden Sie auf jeden Fall leicht erkennen können, als der Samurai. Ja, ansonsten gibt es eben sehr viele Credits, die nicht personenzuordbar sind, sondern die
wo sozusagen auch was Bordanski und Agrippina de Paula selber gemacht haben. Unter anderem die Musikauswahl wird einer fiktiven Person zugeordnet. Zu der Musikauswahl sage ich gleich noch was, aber das sind also, im Grunde ist der Film einfach nur das Werk einer, der Gelegenheit mit einer Kamera und einem Auto durch Sao Paulo zu fahren und an verschiedenen Stellen, oft relativ spontan, das kann man im Film auch sehen, dass sozusagen die, was Statisten sein könnten, in Wirklichkeit oft einfach Passanten sind und Leute, die zufälligerweise in der Gegend waren oder Kinder, denen man gesagt hat, gleich macht mal das und das, also relativ schnell entstandene Szenen, die laut Bordanski von Agrippina oft on the spot irgendwie ausgedacht worden sind. Dann gibt es eine ganze Reihe von Szenen, bei denen man so sehen kann, das sind so typische Routinen, wie sie so sich befreiende Theatergruppen in der Zeit entwickelt haben. Also wo es so darum geht, dass man bestimmte Dinge zusammen macht, also Übungen zusammen macht und so, dass sowas im Hintergrund steht, dass so Performance-Rituale. Ja, der Film wird wahrscheinlich 68 gedreht. Das ist und hauptsächlich von Bordanski dann 69 geschnitten und montiert, aber eben erst 84 gezeigt. Nach übereinstimmenden Einschätzungen hätte er auch 69 keine Chance gehabt, durch die Zensur zu kommen. In dem Film gibt es zu den von mir schon angekündigten, gespoilten Motiven ein paar Themen, ne, die sich da durchziehen. Das eine ist so Züchtungs- und Menschenkonstruktionsfantasien. Es werden also es gibt immer mal wieder Zombies, Roboter, es sind viele Labore zu sehen, es wird auf eine Diktatur angespielt, die sozusagen sich mit einerseits Hightech, andererseits aber einer slapstickhaften Version von diesem Hightech. Also es gibt da immer eine Art imaginäres, eine Bilderwelt des Totalitarismus und auch sozusagen der dystopischen Fantasien zu Totalitarismus, die so around sind. Also wie damals die La Fontaine-Attentäterin sagte, unterirdische Menschenfabriken. Das ist die eine Bildwelt, aber eben darin immer mit einem Hang zum Slapstick, der natürlich auch damit zu tun hat, dass der ganze Film asynchron ist. Also es gibt zwar Ton und es gibt Dialoge, aber die Dialoge sind nicht die Dialoge, die man sieht. Manchmal kommen sie zusammen, manchmal hört man auch sowas wie einen O-Ton, aber in der Regel nicht. Dann gibt es eine Reihe von so Straßenszenen, in denen es immer um so das Verhältnis geht von einzelnen Redenden zu einem Publikum, also Szenen von Populismus. Es ist auch explizit von dem Diktator Getulio Vargas die Rede, Schöpfer des Estado Novo, das ist sozusagen die eine zweite Ebene. Diese Populisten sind nicht immer sozusagen als Politiker erkennbar, das ist eben auch dann der Samurai. Das sind andere, die sehr oft wird damit gearbeitet, dass eben Kinder oder auch kleinwüchsige Darsteller von unten nach oben schauen Autoritätspersonen gegenüber sehen oder von denen irgendwie diese verehren, von ihnen eingeschüchtert sind, etc. Ein weiterer Punkt sind die diverse Bezugnahmen auf japanische Popkultur, nicht nur der Samurai, auch das Monster. Also da gibt es ein Monster drin, die haben davon viel. Also es sind beide, sozusagen beide Mächte des Zweiten Weltkriegs, die beiden faschistischen Mächte sind beide präsent, die Deutschen und die Japaner. Sozusagen in der späteren Rezeption des Films nach 84 ist ihm sehr viel Beziehung zum amerikanischen Underground-Film der 60er Jahre nachgesagt worden. Wo ich so ein bisschen, also da sind ein paar Ähnlichkeiten, das ist keine Frage, aber ich glaube nicht, dass sie rezipiert worden sind. Also weder Ron Rice, den manche Leute entdeckt haben wollen,
oder gar Normal Love von Jack Smith, was es damals garantiert nicht zu sehen gegeben hat, noch vielleicht noch am ehesten Blonde Cobra von Ken Jacobs, den jemand anders daran gefunden hat, werden sie wahrscheinlich alle nicht, werden sie nicht gekannt haben. Das, was mir wahrscheinlicher erscheint oder wo ich glaube, dass das rezipiert worden ist, ist mehr so die Los Angeles Freak-Kultur rund um Frank Zappa und den Masters of Invention. Nicht nur, dass im Soundtrack mehrfach Zappa auftaucht, also und zwar also von dieser allerersten Masters of Invention Doppel-LP Freak Out, da eben auch gerade diese Stellen, in denen die Mothers damals so pseudo-rituelle Musik gemacht haben, so mit viel Perkussionen und so Frage-Antwort-Schreiereien und sowas, das taucht darin auf. Und diese ganze Idee, dass es eben quasi keine, dass es in diesem System keine Guten mehr gibt, keine heilen Subjekte, keine revolutionären Subjekte, sondern dass sozusagen auf der anderen Seite der Macht die Freaks stehen, die selbst aber eben kaputt und krank sind. Diese Grundidee so aus der Welt rund um Zappa und vor allem diese beiden Figuren, Vito und Carlo Franzoni, die eben auch so Tanztruppen hatten in Los Angeles, da scheint mir eher eine Verbindung zu bestehen. Es gibt ja diesen einen Begriff, der eher so spöttisch eingesetzt wurde innerhalb der brasilianischen Diskussion, Uji Gucci oder so ähnlich ausgesprochen, also eine Verballhornung von Underground. Ich glaube, das hat sogar Roscher aufgebracht. Also diese Beschreibung passt eher, finde ich. Dann, was auch auffällig ist, dass offensichtlich gibt es so 4, 5 halbwegs zusammenhängende Erzählansätze, die dann fallen gelassen werden, manchmal ganz selten wieder auftauchen, aber meistens fallen gelassen werden und dann taucht eine andere Sequenz auf und die Verbindung ist dann wirklich nur noch, ist auch nicht mehr Hitler, sondern die Verbindung ist dann sozusagen nur noch dieses generelle Populismus, Autoritätsthema und eben die Menschenversuche. Diese collagenartige Soundspur, also bei der vor allem die Musik nicht nur collagenartig aneinander geschnitten ist und oft auch nicht in keiner Weise erkennbar ist, in welchem Verhältnis sie jetzt zu der Bildwelt steht, ist auch also als Modell von einigen Autorinnen, die so in letzter Zeit jetzt, das ist hauptsächlich nur in letzter Zeit, über José Agrippino geschrieben haben, sozusagen das Modell zu verstehen, um was es sich handelt. Also das Collagenprinzip auf Film zu übertragen, also auf einen Spielfilm. Das ist sozusagen die Unterscheidung jetzt zu dem den Romanen von Agrippino de Paula, die sozusagen vollkommen einheitlich sind, wo es keinerlei Brüche gibt, wo sozusagen in einer monotonen Einheitlichkeit diese Hollywood-Namen durchdekliniert werden und in irgendwelche Sex- und Gewaltszenen eingebaut werden. Hier ist also sozusagen immer diese scharfen Schnitte und diese thematische Sprunghaftigkeit. Und eine andere, was ich fand, ganz interessante Beschreibung ist sozusagen zu schauen, ob in seiner Zeit ist der Mann immer als Pop-Autor beschrieben worden. Und es gibt dann sozusagen die Formulierung, die böse Pop-Art oder die politisierte Pop-Art sei sozusagen der Verbindungspunkt. Und da nennt die eine Autorin Ero als Beispiel, also diesen isländisch, ursprünglich aus Island stammenden Pop-Artisten Ero, der so ein politisierte, anti-imperialistische, anti-amerikanische, also anti-US-amerikanische und auch eben so
mit Wimmelästhetik arbeitende Pop-Art entwickelt hat. Aber mir scheint also eine viel offensichtlichere Verbindung, obwohl die also nicht nirgendwo jetzt erwähnt worden ist, ist Øyvind Fahlström, der ja eine Verbindung nach Brasilien, also der Brasilianer, schwedisch-brasilianisch ist oder war, und der ja tatsächlich sozusagen globale und meistens sehr oft auf Landkarten und landkartenartigen Panoramen und Installationen aufbauende Szenarien entwickelt hat, die eben wo sozusagen kulturell, politisch, ökonomische Einflussnahme von Imperialismus in den Farben und in den Sprachen von Imperialismus artikuliert sind. Ja, soweit erstmal zu dieser zu diesem Stand der Dinge, als der Film entsteht. Aber die Biografie, die weitere Entwicklung der Biografie der beiden Hauptfiguren, José Agripino de Paula und Maria Esther Stockler, ist dann doch bemerkenswert, finde ich. Denn während sich also in allen Erinnerungen der 60er Jahre, in denen die beiden auftauchen, immer wieder darauf verwiesen wird, wie sehr es Agrippino um das Schroffe und das Harte und den Bruch und das Abweisende gegangen ist, siedeln die dann über nach Bahia, nach Salvador Bahia und verändern sich ganz massiv. Also zunächst mal leben sie in dieser in einem dieser Hippie-Enklaven, die es nördlich von Salvador gegeben hat, Arembepe, und sind dann auch an einem Ort namens Boca de Rio, und sie interessieren sich plötzlich mehr für ostasiatische Kulturimporte, werden spirituell, nehmen sehr viel psychedelische Drogen, und wir werden gleich einen Ausschnitt aus einem späteren Film sehen, wo man sehen kann, dass sie eine ganz andere Verbindung zu kulturellen Importen ausprobieren. Und sie verbringen, das ist nun auch die Zeit der Militärdiktatur, in der ja, große Teile der tropikalistischen Künstler und Künstlerinnen das Land verlassen oder verlassen müssen. Sie verbringen auch viel Zeit in Afrika, und das aber auch sozusagen basierend auf Erfahrungen, die sie in Salvador de Bahia gemacht haben. Sie beginnen sich stärker für Candomblé zu interessieren. Da gab es eine Verbindung auch schon vorher, aber die wird dann intensiver. Und die beiden drehen zwei Filme, sie drehen drei Filme in Afrika. Einer heißt Candomblé in Togo, einer heißt Candomblé in Dahomey und dann noch ein Maria tanzt in Afrika. Und diese beiden Candomblé-Filme sind also tatsächlich so halbwegs ethnografische Versuche, die die afrikanischen Ursprünge der afro-brasilianischen religiösen Praktiken sozusagen zu dokumentieren. Etwas, was verschiedene Leute seit den 40er, 50er Jahren versuchen, und aber die beiden dann auch. Und eine andere Geschichte ist, dass sie in dem dritten Film, der ist also im Hinblick auf heutige Diskussionen über Cultural Appropriation sehr interessant, da sieht man die Maria, wie sie afrikanische Tänze, die sie gesehen und dokumentiert hat, nachtanzt. Und zwar auch in Kostümen, die sie dann übernimmt. Das passiert alles während der 70er Jahre. Das sind alles die Zeit des Exils, das eben teilweise in Afrika verbracht wird, teilweise in Salvador de Bahia, unter anderem dann auch in enger Verbindung mit dem Goethe-Institut in Salvador, wo die beiden dann einen goethischen Faust mit Kindern inszenieren. Vielleicht kann man jetzt kurz mal den Ausschnitt aus Céu sobre Água zeigen. Das ist eben ein Film, der auch in den späten 70ern dort im Norden entstanden ist. Und wir sehen jetzt mal so zwei, drei Minuten davon. Und da sieht man dann so eine Entwicklung.
das sind die späten 70er und dazu gibt es jetzt auch noch irgendwie so Zeugnisse aus der Zeit, gibt es noch ein paar, also wie gesagt, diese Residenz da bei Goethe und auch sonst alle möglichen so in historischen Texten über die Szene in Bahia während der 70er Jahre werden sie noch häufiger erwähnt. Und dann bricht es so langsam ab. Man erfährt, dass José Agrippino als Schizophrener behandelt wird, dass er zeitweilig in Anstalten Zeit verbracht hat. Und er kehrt dann irgendwie Anfang der späten 90er, Anfang der 2000er zurück nach Sao Paulo, nicht in die Stadt selbst, in die Nähe von Sao Paulo. Und da gibt es ein paar Leute, die sich dann mit ihm beschäftigen. Es gibt einen Interviewfilm und er hat in diesen letzten Jahren, 2007 ist er gestorben, dann angefangen Musik zu machen, sehr eigenartige Zeit, teilweise mit elektronischen Instrumenten und sehr viel Percussion und sehr perkussive Musik. Und nach seinem Tod hat Gaetano Veloso so eine, zusammen mit diesem Sesci Pompeia in Sao Paulo, diesem Kulturzentrum, so eine Art Ausstellung finanziert, die erhaltenen Filme, es gab noch 3-4 mehr Filme, die während der 70er Jahre entstanden sind, die verloren sind. Also es gibt Leute, die aus den 70er Jahren Salvador erzählen, dass dieses Paar alles gefilmt hat, dass sie ständig eine Kamera dabei hatten, alles gefilmt hat. Dieses alles, was sie da gefilmt haben, ist bis auf solche Reste wie diesen 40-minütigen Film, in dem übrigens sonst nicht viel anderes passiert als das, was wir schon gesehen haben. Deswegen der kurze Ausschnitt nur, nicht erhalten und verschwunden. Und also wie gesagt, die wenigen Sachen, die es noch gibt, wurden dort gezeigt. Und dann zusammen gibt es eine kleine, nette Luxusedition mit einer CD und einer DVD und diversen so Filzstiftzeichnungen von José Agrippino, die dann erschienen ist, die heute noch zur Verfügung steht. Das ist das Einzige, was es da noch gibt. Und dann eben den Film, den wir gleich sehen werden, Hitler Tercero Mundo. Ja, das ist die ganze Geschichte. Und dann würde ich sagen, wünsche ich viel Spaß mit dem Film. Vielen, vielen Dank, Dietrich. Und wir machen jetzt eine kurze Pause, 10 Minuten hier von dem Umbau. Sie können noch Getränke holen und dann geht es los mit dem Film. Dankeschön. Vielen Dank zunächst für den Film, Auswahl. Für die Einführung, für die schöne Auswahl. Du hast davon gesprochen, dass in der Literatur, die existiert zu Agrippino da Paolo, spekuliert wird, ob er nicht irgendwie vom amerikanischen Underground-Kino der 60er Jahre beeinflusst sein könnte, Ron Rice und Jack Smith und so, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Aber ich habe dann eine andere Assoziation hergestellt. 1969 ist auch das Jahr, in dem Mel Brooks seinen ersten Film dreht und der heißt The Producers. Ja. Und in The Producers geht es um zwei Typen, die Witwen um ihr Geld prellen wollen mit einem Musical, das garantiert floppt und das heißt Springtime for Hitler. Es wird dann leider ein Hit und der Plan geht nicht auf. Und da gibt es eine wunderbare Casting-Szene. Es gibt nämlich zwei Hitler-Rollen zu besetzen in dem Musical, den Singing Hitler und den Dancing Hitler. Und es findet ein Casting statt und wie das immer ist am Broadway, es kommen hunderte von Schauspielern, die diese Rolle haben wollen. Und die sind natürlich alle als Hitler aufgemacht. Und das Theater ist voll mit Hitlern. Und das schafft ein logistisches Problem, zu viele Hitler auf einem Haufen. Und dann geht der Casting-Direktor auf die Bühne und sagt, will the dancing Hitlers please wait in the aisle, we're only seeing singing Hitlers now. Woraufhin die Hälfte der Hitlers rausgeht. Ich fand das immer eine der besten Weisen, mit dieser Figur umzugehen. Aber die Koinzidenz, die mich hier interessiert, ist die der Proliferation der populären Figur Hitler, die in vergleichbarer Weise hier stattfindet. Also es reicht ja
Das ist ja die Verschwendung von Bruno Ganz in Der Untergang. Man braucht sich gar nicht so viel Mühe zu geben, der Schnauz reicht eigentlich, nicht? Und dann ist die Figur da. Und das zeigt dieser Film in gewisser Weise auch. Aber die Umstände sind natürlich durchaus ganz andere und deswegen sind mir auch der Vergleich mit The Producers ganz interessant. Das ist ein jüdischer Komiker, der sich lustig macht in New York über Hitler-Paraphernalia und Nazi-Paraphernalia. In Südamerika in den 60er Jahren hat das in gewisser Weise einen anderen Ernst, der hier auch aufgerufen wird. Du hast darüber gesprochen, dass die ganzen Volkswagen in dem Film nicht von ungefähr zu sehen sind. Es ist auch das Südamerika, in dem sehr viele Nazischergen Zuflucht finden und zur Funktionselite in den Militär- und Sicherheitsapparaten gehören. Das bekannteste Beispiel ist Klaus Barbie, der in Bolivien die Geheimpolizei mit aufgebaut hat. Das ist ein anderer Hintergrund. Wie liest du diese politische Konstellation? Ja, ich würde sagen, das ist eine Mischung aus beiden. Also das gibt diesen ernsten Hintergrund, aber es gibt natürlich auch genau die Nummer, die José Agrippino de Paula jetzt bereits ausprobiert hat in seinem zu dem Zeitpunkt bereits erschienenen Roman, also dem Lugar Publico und Panamerika, in denen er eben einfach belastete, beladene Figuren auflaufen lässt die ganze Zeit und dann offensichtlich Spaß daran hat, also einfach mit dem Eigennamen zu arbeiten und dem Eigennamen, der voller Bilder, Assoziationen etc. ist und den er dann und trotzdem ist er sozusagen nie ausgefüllt, also man weiß auch, dass wenn man Marlon Brando sagt, dass dann trotzdem die Leute auch noch unterschiedliche Filme gesehen haben und das alles so kumuliert und also da hat er ein starkes Mittel gefunden. Und das steigert er und jetzt dreht er seinen ersten Film und da will er natürlich noch ein bisschen einen drauflegen und das ist dann, glaube ich, gar nicht so, diese Motivation ist gar nicht so verschieden von der Mel Brooks Motivation und zugleich gibt es die Entstehung der Militärdiktatur in Brasilien, die sozusagen diese andere Seite betrifft und ich glaube, das sind die zwei Sachen, die ja zusammenkommen, ne? Also es ist sowohl eine Mel Brooks artige Seite und eine, in der es dann nicht umsonst ist, dass es eben ein Diktator oder der Diktator ist oder der Massenmörder und nicht eben einfach nur eine starke Figur. Ne? Aber es kommt ja auch beides vor. Es kommt ja sozusagen, es kommt immer wieder Folter vor und es kommt immer wieder vor sowas wie Hitler streichelt ein Hühnchen. Hitler möchte sich Schubert vorspielen lassen. Also sozusagen der groteske, der bereits eingeführte komische Hitler oder noch nicht so eingeführte, aber so zu der Zeit gerade auch entstehende und sozusagen die ernste Seite des Bildes ist, wird so parallel geschaltet. Ne? Du hast darauf hingewiesen, dass Agrippina eine wichtige Rolle gespielt hat in der Entstehung der Tropicalia-Bewegung. Also Caetano Veloso zitiert aus dem Roman in seinem eigenen autobiografischen Buch und es gibt ja auch eine Verschlaufung hier, also Caetano Veloso ist mal auf dem Soundtrack zu hören, ganz kurz. Also das Feedback ist schon da, wenn man so will. Und du hast davon gesprochen, dass eines der Zentralmotive der Tropicalia-Bewegung die Kritik am Populismus war. Nicht? Also Agrippinas Buch und Terra im Transe sind die beiden künstlerischen Referenzen, die Caetano Veloso zitiert, bei denen er sagt, da hat Tropicalia angefangen. Und dann natürlich noch Elio Cisica, auf den wir vielleicht auch gleich noch eingehen können, mit seiner Installation Tropicalia, die der ganzen Bewegung den Namen gegeben hat. Und bei Terra im Transe ist es in der Tat der Moment der Desillusionierung des Intellektuellen, der eben sagt, diese ganze Rede von der Warnstimme des Volkes oder vom Volk aus der wahren politischen Kraft, das ist eigentlich dummes Geschwätz, schaut sie euch einmal an. Das ist bei Glaube Rocha natürlich auch eine Selbstkritik, weil die
die ganze Rhetorik des Cinema Novo bis dahin gewesen war, wir müssen aufs Land hinaus, wir müssen dem Povo... Und er kommt auch dann zurück später, ne? Ja, also, und da geht er auch wieder hin zurück und so. Aber der im Trance ist gewissermaßen der Moment der Luzidität, wo er sagt, eigentlich unsere eigene Programmatik funktioniert nicht, und das ist auch ein Anstoß dann für das Cinema Marginal, das eben diesen Populismus genau nicht mehr vertritt. Und ich wollte dich mal bitten, das zusammenzudenken mit der anderen Beobachtung, die du gemacht hast über die Straßentheaterästhetik, die hier zu sehen ist. Also das sieht man im brasilianischen Kino zu der Zeit an anderen Orten auch. Wir haben die Reihe angefangen mit Makunaíma von Joaquim Pedro de Andrade. Und da gibt es eine ganze Reihe von Szenen, die auch in der Innenstadt als Straßentheater improvisiert gedreht sind. Und es ist ein ganz ähnliches Konzept. Man nimmt da die starke Figur des Makunaíma, also dieses Shapeshifters, anthropophagen Urwaldbewohners, der in die Großstadt kommt und sich irgendwie alles einverleibt, und stellt ihn mitten auf die Straße, und dann wird mal geschaut, was passiert, nicht? Und hier gibt es eine ganze Reihe von solchen Szenen, wo die Leute teilweise instruiert scheinen, teilweise auch einfach in, also insbesondere die Samurai-Figur in die Settings reingeschmissen wird, und dann schaut man mal, was passiert. Und da habe ich mich gefragt, ist das nicht ein Setting, wo es darum geht, das Volkskonzept des Populismus auf die Probe zu stellen oder zu kritisieren? Ja, an einigen Stellen ja sogar, fände ich es ein bisschen hart. Also es gibt ja Stellen, in denen diese Zufallsstatisten bloßgestellt werden, ne? Also wo man so merkt, dass tatsächlich nochmal eine Steigerung dieser Idee oder dessen ist, was bei Glaube Roscher dann doch so irgendwie ja so Brechtsch so klar rausgearbeitet, und jetzt zeige ich sozusagen quasi didaktisch den Moment, wo klar wird, die Stimme des Volkes ist eine ideologischer Fetisch, und hier, wo sozusagen ja oft so wo die Leute dann echt blöd wirken, weil sie nicht genau wissen, was da eigentlich gerade mit ihnen passiert, und aber ich denke auch, das ist eine Steigerung davon nochmal, ne, von diesem Gedanken. Aber diese Straßentheaterästhetik, die du sagst, oder ich denke eben, es ist ja auch eine Ästhetik so von so Befreiungstheater, also das sind ja alles Theaterkonzepte, in denen es nicht nur darum geht, irgendeinem Publikum irgendwas zu zeigen, sondern wo sich die Darsteller, Darstellerinnen selbst überhaupt bestimmte Körpererfahrungen erlauben und also sozusagen etwas mit sich selbst experimentieren. Und da ist mir jetzt bei diesem Anschauen des Films in manchen Stellen ja so die Nähe zu Zabriskie Point aufgefallen. Also nicht nur, weil es da so einige, so wie diese was ist das für ein Theater, La Mama oder so, dass in Zabriskie Point, die da in der Wüste dann diese utopische Szene haben, sondern auch allein schon diese komischen Non-Sites, die man die ganze Zeit sieht, in denen dann sowas spielt. Also diese Idee der Robert Smithson'schen Non-Sites, die ja auch in Zabriskie Point eine große Rolle spielt, die ist ja in diesem Film auch relativ deutlich sichtbar. Also diese komische Baustelle am Anfang, wo die dann da so unten unter so einer Konstruktion so durchkriechen, und dann später die Szene, wo dieses Paar durch so eine neblige Nichtlandschaft läuft mit Seen und so weiter. Also das daran musste ich jetzt noch denken, was diese Komponente betrifft. Und dann ist es natürlich so, dass einige dieser theaterästhetisch auffälligen Szenen scheinen mir auch so Selbstläufer zu sein. Also Sachen, bei denen hat die Gruppe drauf. Also ich nehme an, die Szene mit dem Jesus, der über das Wasser läuft, das trocken ist, das ist so ein Karlauer, den hatten sie schon. Der passt aber auch irgendwie, und den konnte man auch nochmal nehmen. Oder auch, das kann man so eine andere Szene, wo ich dachte, das ist... Genau, es gibt noch eine andere Szene, wo ich mir vorstelle, dass es etwas ist, wo sie eine
eine Gelegenheit ausgenutzt haben. Das ist diese Szene mit diesem Typen, der von Getúlio Vargas redet und seiner Erinnerung an Getúlio Vargas und der dann, wo es dann in dieses Fernsehstudio reingeht und man diese Kulisse sieht, wo so offensichtlich so Freak-Wettbewerbe stattfinden, die längsten Haare, der kleinste Mensch und so weiter. Und da sieht man ganz kurz eine Bassdrum und auf der Bassdrum steht drauf Osh Mutanj. Ja. Und so dass ich mir vorstelle, das ist möglicherweise das Setting gewesen von oder ein Teil des Settings von dem von der Show, die sie gemacht haben mit denen. Ne? Also so, dass einfach solche Gelegenheiten ausgenutzt wurden. Ne? Eben, also die eine der Strategien der Tropicalia-Bewegung war es ja gewesen, populäre Fernsehformate gewissermaßen zu hijacken und die umzudeuten und da Dinge zu machen, die eigentlich nicht vorgesehen gewesen waren. War auch die Anfangszeit von Globo TV, also von dem großen privaten Network, das von der Militärdiktatur auch stark gefördert wurde. Es gibt irgendwann die Passage, wo dann gesagt wird, wir müssen diese Schnauzbärte verteilen und zweimal am Tag Sex, einmal masturbieren und so. Nicht? Das ist das Programm, das ist gewissermaßen die Medienpolitik der Militärdiktatur und Globo spielt da eine Rolle. Und eine Strategie der Tropicalia-Bewegung war es gewesen, diese Medienformate zu kapern und umzudrehen. Und Osh Mutanj sind eine der Bands, die das gemacht haben. Ein Punkt noch, und dann gehen wir gleich zu den Fragen aus dem Publikum. Hilio Ojisika hatte ich genannt, ein Installationskünstler, bildender Künstler, aber dann eben auch Performance-Künstler vor allem. Was wir hier gesehen haben, ist ja ein Film, aber auch so etwas wie dokumentierte Performance-Art, die dann natürlich, also die Qualität des Schnitts, vor allem auch des Tonschnitts, ist hier nicht zu unterschätzen. Nicht? Das ist nicht einfach irgendwie eine zusammengestückte Reportage von Performances, das ist schon ein Film, was wir hier gesehen haben. Aber das bewegt sich schon in einem Kontinuum mit Performance Art. Ich weiß nicht, ob du dazu noch. Nein, das ist vor allem nach allem, was ich weiß oder herausgefunden habe, ist das vor allem dasjenige, was José Agrippino de Paula beigetragen hat. Und der doch raffinierte, ich meine, die Soundmaterialien auch, aber sozusagen das ins Filmische setzen ist Bordanski. Mhm. Und das ist auch das, was Zeit gedauert hat, weil die Dreharbeiten müssen irgendwie in relativ kurzer Zeit über die Bühne gegangen sein, nach allem, was man so rauskriegen kann, 68. Und bis der Film aber fertig war, ist es bis weit nach 69 reingegangen. Und das ist die Tüftelarbeit daran. Und jetzt können wir mit Agrippino nicht mehr reden, aber mit also Bordanski sagt, dass er den Film dann sozusagen, dass er dann weiter daran gearbeitet hat und diesen Teil übernommen hat. Und was Vergleichbares sieht man ja auch in keinem anderen der Film, also der Filme oder Filmversuche, die von Agrippino überliefert sind. Ne? Da gibt's diese Idee dann nicht nochmal. Ne? Das ist schon irgendwie sehr speziell. Und es gibt eigentlich auch, was ich von Bordanski weiß, auch bei dem nicht nochmal. Ne? Aber trotzdem ist das anzunehmen, dass also die einzelnen Performances, die einzelnen Szenen, die einzelnen Konfrontationen, auch die Inhalte, die Figuren und auch das musikalische Material, es kommt von Agrippino, beziehungsweise kommt auch, ich würde sagen, es sind auch einige Szenen dabei, die stammen von den Schauspielern. Es gibt eine ganze Reihe von Momenten, wo man weiß, das ist etwas, was das macht er gerne. Und ganz am Anfang, der mit diesem kräuseligen, aber gezähmten Haar und den geschminkten Augen, der dann auch diese Szene mit dem wackelnden, mit dem VW, mit dem Flat Tire hat, hat eigene Szenen da drin und also da gibt es so ein paar solche Sachen, aber eben das ist die Gruppe und das ist Agrippino und dann gibt es eine filmische Seite und das ist eine andere Person, deswegen ist auch die Kollaboration sehr speziell und es hat sie ja danach nicht nochmal gegeben. Es gibt noch, genau, es gibt noch diesen Film, den ich aber auch nie gesehen habe und auch nicht weiß, ob man den irgendwo findet, in dem der Bordanski diese andere Revue dokumentiert, die beiden gemacht haben. Ritual du Amor Salvagem. Ja, haben wir Fragen aus dem Publikum? Nachfragen zu dem? Ja, Rimbert, bitte.
Ich hätte noch eine Frage zu dem Tonmaterial, in dem Tonschnitt. Also das, du hast es ja am Anfang gesagt, das wäre asynchron. Du sagtest jetzt auch, das ist ein relativ raffinierter Tonschnitt. Was ich toll daran finde, ist, dass der auf eine, das ist ja so ein, das ist ja eigentlich ein fast separater Tonschnitt. Das ist ja eine, so eine Postproduktionsphänomen, der gleichzeitig auch mit auf eine tolle Art und Weise auch abgekniffen ist irgendwie von dem Film. Das heißt, das ist diese Nummernlogik setzt sich da ja in einer gewissen Weise fort. Da würde mich mal interessieren, wenn das mit aus so einem Performance- und Theaterkontext kommt, ob das dann teilweise in diese Kontexte, in der Vorführsituation wieder zurück eingespielt worden ist. Da kann man sich ja alle möglichen anderen Formen, in der, also wenn dieses Material, man dokumentiert einzelne Nummern, die man drauf hat. Man hat diese Straßentheater-Sachen, wo man Leute einfach in so ein Publikum reinschmeißt. Dann kann man ja alle möglichen Sachen von Kinoerzähler bis hin zu diesen einzelnen Musiksachen nachher wieder in die Performance integrieren. Das heißt, sind dann die Filme in der Vorführsituation völlig abgekoppelt gewesen von den Performances oder gab es da so Mischformen, wo nachher solche Sachen irgendwie wieder in diese Performance zurückkamen? Also von den Beschreibungen, die ich von diesen drei großen Performances kenne, die sie gemacht haben, gab es das nicht. Das waren auch andere, also diese erste, die Rückkehr zum Planet der Mutanten, war eben eine mit einer Liveband. Und eben auch die, wie gesagt, ich kenn nicht diese Fassung, die Bordanski von dieser dritten Sache gemacht hat, diese filmische Fassung, die er von gemacht hat. Das wird immer beschrieben als eine Rockrevue mit Living Theater Elementen. Das ist so die Standardbeschreibung für dieses Ritual du Amour Sauvage. Ob es da sowas gegeben hat, kann ich nicht sagen. Was ich sehr auffällig finde, ist auch, dass ein großer Teil der Musik oder der musikalischen Soundspur, also nicht dieser Dialoge, die ja auch ganz merkwürdige Soundqualitäten haben, also ganz unterschiedlich klar sind und so. Aber die Musik ist ja teilweise, ist ja offensichtlich mit Mikrofon im Raum von Plattenspielern aufgenommen worden. Ne? Also das ist nicht direkt abgenommen, sondern da ist das Schlagzeug-Solo von Cream oder so und dann ist das Mikrofon mal da und dann ist es da und dann macht es so. Also da wird nochmal performt bei der Herstellung der Soundspur mit ganz ähnlichen so auch so Konzepten von, was ja typisch ist auch für diese ganze Performance, ist dieses Hin- und Herlaufen das Hin- und Herlaufen findet dann nochmal im Studio statt. Ne? Das ist irre, ja. Noch Fragen? Publikum? Vielleicht daran angeknüpft zur Vorführsituation, also wo wurden dieser Film dann, die anderen Filme auch gezeigt? Ich denke da vor allem an die Lecture über Jairo Ferreira, wo es ja darum ging, dass die Filme vor allem auch in Bars und Cafés gezeigt wurden. Und das würde mich jetzt interessieren, wo diese Rockoper oder sowas aufgeführt wurden. Waren das Kinos oder waren das andere Orte? Nein, diese drei großen, Tarzan, Dritte Welt, das Ritual der wilden Liebe und der Rückkehr zum Planet der Mutanten waren alles größere Theaterproduktionen. Das waren, also eins war, glaube ich, auch im Teatro Officina, wo auch der Re Duvela war und die anderen beiden waren in einem anderen Theater. Es waren beides, alles drei größere Theater. Eins in Rio de Janeiro und zwei in Sao Paulo. Glaube ich jetzt. Und dieser Film ist ja, wie gesagt, erst 1984 gezeigt worden. Also der ist ja sowieso, wie du sagst, Flaschenpost. Also hat offensichtlich zwar auf alle Beteiligten und deren weitere Entwicklung eine Rolle gespielt, aber eben nicht, nicht in der Zeit. Ne? Also es gibt eben durchaus Teile des Cinema Marginal, die sehr populär waren und sehr erfolgreich waren. Also die Reichenbach und die frühen Sachen von Scanserla, das waren Hits. Und dann gibt es eben ein Korpus von Filmen, die praktisch nur in Insider-Zusammenhängen gezeigt wurden. Also Mange Pange von Neville de Almeida, über den Max Jorge Indra Cruz gesprochen hat zu Beginn dieses Semesters, ist ein Film, von dem man realistischerweise behaupten konnte, dass ihn bis 1980 nur Elio Cisica und ein paar Kumpels gesehen hatten. Aber er hat trotzdem darüber eine gewisse Wirkung entwickelt. Oder sowas wie Semessa Aranya von
von Scanzerla, den hat Gaetano Veloso gesehen und daraus einen Song gemacht. Und insofern ist er dann wieder eingeflossen in die ganze Kulturproduktion. Aber das war nicht ein Film, der im Kino groß gezeigt wurde. Aber es gibt sowas wie eine Latenz. Nicht? Also die Filme kommen dann raus und finden dann trotzdem noch eine Resonanz. Oder sind... Also Nachträglichkeit wäre vielleicht auch ein passender Begriff, nicht? Im Sinne von Freude. Im Moment, in dem die Flaschenpost aufgemacht wird, passiert dann nochmal was. Vielleicht nur noch, also nochmal zur Unterstreichung dessen, was wir gerade schon diskutiert hatten, da du die Frage gestellt hast nach dem Ort dieser Art von Rockoper oder von Spektakel. Also die TV-Shows, die Tropicalia-Leute veranstaltet haben, vor allem im Jahr 1968, die muss man sich schon so vorstellen, dass, also parallel zu, stell dir vor, die Avantgarde übernimmt Dieter Thomas Heck, nicht? Stürmt das Studio und macht was ganz anderes daraus, eben eine Art Avantgarde-Theater mit Musik und so. Das Problem ist, die Sachen sind nicht so, die sind nur über Fotos und teilweise Tonaufnahmen dokumentiert, aber nicht so wie jetzt zum Beispiel dieser Film. Und eine der Besonderheiten dieses Films besteht darin, dass man gewissermaßen ein Cinematic Record einer solchen kollektiven Performance hat. Und das Interessante dabei ist ja schon auch, was du gesagt hast, diese verteilte Autorschaft. Nicht? Also es ist eben, der Film trägt den Namen von Agrippina de Paolo, aber es ist auch die Arbeit des Kameramanns und Schnittmeisters. Es ist die Arbeit auch der Mitglieder des Ensembles. Es gibt drei Namen, die in Versalien getippt sind, ja. In dieser damals so futuristisch anmutenden Kugelkopfmaschine. Und das ist eben der Name Georgi Bordanski, der für Kamera steht, aber der tatsächlich eben viel mehr noch wahrscheinlich noch gemacht hat. Dann ist es Sonder, die Gruppe, das ist Sonder präsentiert. Ne? Und dann ist es Agrippina de Paola als Verfasser des Drehbuchs und Regisseur. Ne? Das sind die Namen, die jetzt die in Versalien da stehen. Und in diesen drei Theaterproduktionen, Rockrevue, Living Theater, Dingen, die gemacht haben, da ist die Autorschaft Maria Esther Stockler und Agrippina de Paola. Also das sind die beiden, die das gemacht haben. Und da ist natürlich der Tanzhintergrund sehr stark. Also das darf man auch nicht vergessen, dass die eigentlich auch dieser spielt auch drei Rollen in dem Film jetzt also schon auch eine entscheidende Figur gewesen ist bei dem Ganzen und eben in diesen Theaterproduktionen sozusagen die Co-Autorin war, also die gleichberechtigte Co-Autorin zu ihm. Ne? Ja, weitere Nachfragen aus dem Publikum? Ja, bitte. Ich habe noch eine Sache zu dem, was Sie im Vortrag gesagt hatten. Da gibt es eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Wahrscheinlich, weil ich es nicht kenne oder weil ich zu wenig Ahnung davon habe. Aber dieser Bezug zu Pop-Art, den finde ich noch ganz spannend. Und vielleicht kann man da noch so ein, zwei Worte verlieren, wie das da eingeflossen ist, auch weil ich die Beziehung zwischen USA und Brasilien in der Zeit überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Vielleicht gibt es da noch was. Also das... Also überhaupt der gesamte Pop-Einfluss ist ja so ein Punkt, um den viel gestritten wird, 65, 66, 67 in Brasilien. Und es ist eben es gibt eben einerseits sozusagen die Position, man muss zu einer Brasilianidade finden, in der eben nichts aus den USA und keine sozusagen andere Popkunst, sondern ihre eigene. Die Kunst des Volkes, die populäre Kunst entscheidend sein soll. Und dann gibt es eben verschiedene, also die tropikalistische Position ist ja eher das menschenfresserisch sozusagen der Import erlaubt ist, aber eben gefressen werden muss und dann eben die Frage, was da genommen werden muss und oder was gefressen werden soll. Und da ist dann eben auch noch die sozusagen die ist unklar, ist Pop-Art sozusagen oder Pop dasjenige, was diese menschenfresserische Aktion
durchführt? Ist das eigentlich der Pop-Charakter oder ist Pop dasjenige, was gefressen wird und was zu sich genommen wird? Ne? Und dann gibt es aber ja in Brasilien eigentlich, also in der bildenden Kunst, ist Pop-Art erstmal nicht so stark. Es gibt andere dominantere, auch Avantgarde-Bewegungen. Und es gibt aber dann einige Figuren, die sozusagen in dieser anti-imperialistischen Position, mit dieser anti-imperialistischen Position zusammengehen und die Pop-Elemente aufgreifen. Und das ist etwas, wo sozusagen in der späteren Rezeption dieses Films, als er dann rauskommt, 84, von einigen Leuten bemerkt worden ist, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und zwar ist das dann aber eben eine ganz bestimmte Version von Pop-Art, die eben politisiert ist. Also das Beispiele wären eben Peter Saul in den USA oder eben Arrow, die sozusagen Elemente von Werbung und Produktdesign und so weiter mit sarkastischen, ironischen, politischen Botschaften verbinden. Und was ich dann eben gesagt habe oder finde, was doch viel offensichtlicher ist als Verbindung, eben Øyvind Fahlström, dieser schwedisch-brasilianische Künstler, der ja so eine so Mappings, also so Weltkarten als Grundlage für Tafelbilder, aber auch für Installationen, für so Dioramen, also so dreidimensionale, aber aus dreidimensionale Landschaften, die aber dann zweidimensionale Elemente hatten, also fliegende Wolken, Flugzeuge etc. Und so eine sehr stark so mit den Konturiertheiten und starken Linien von Werbungsästhetik etc. gearbeitet hat, aber damit quasi immer Frontlinien von Ausbeutungsverhältnissen und dergleichen dargestellt hat. War alles sehr bunt und mit einem starken Bezug eben zu dieser, also in der sozusagen die sogenannte Dritte Welt nicht von der Ersten aus aufgerufen wurde als Zeuge in irgendeiner sagen internationalen Solidarität, sondern die von dort aus gedacht. Ne? Das wird bei Fahlström eben durch seinen brasilianischen Hintergrund dann nochmal ein entscheidender Punkt. Und da sehe ich durchaus Verbindungen. Trotzdem ist es natürlich so, dass dieser Film jetzt direkt nicht so viel damit zu tun hat, würde ich sagen. Und dass das auch die, also dass man darauf kommt, ist, liegt, glaube ich, eher daran, dass es über dieses Buch Panamerika vermittelt ist, dass eben so drastisch und deutlich mit der Wiederholung und dem Insistieren auf den Namen von Celebrities arbeitet und quasi dann so auf einer sprachlichen Ebene dieses Repetitionsprinzip oder was sie in der Werbung Penetration nennen, ne, von Namen, die man immer wieder sagen muss, damit sie hängen bleiben, so aufgreift, wie man eben dann analog sagen könnte, Andy Warhol mit Colaflaschen oder so gearbeitet hatten. Also wenn ich da noch etwas ergänzen darf, man könnte sogar fast sagen, dass es unter den Filmen des Cinema Marginal, die wir hier bisher gezeigt haben, gesehen haben, derjenige, der am wenigsten direkte Verbindungen zu Pop-Art aufweist, jedenfalls insofern, als zum Beispiel in den Filmen von Scanserla Stadt, Oberflächen, Comics-Referenzen, Werbebilder in großer Zahl immer wieder aufgerufen werden und eben zu einem Teil der filmischen Ästhetik gemacht werden, die sehr stark an die Muster der Pop-Art erinnert. Also die Stadt gewissermaßen als Pop-Oberfläche, die dann einfach abgeerntet werden kann für den Film. Das ist hier nicht so ausgeprägt, aber also deswegen meine Referenz auf die Mumie und Nosferatu am Anfang, nicht? Also der Hitler ist natürlich eine Popfigur, ganz klar auch, nicht? Ja, aber wenn wir über Comics reden, wir haben die ganze Zeit diese Thing. Ja, natürlich. Genau. Das ist ja schon ganz direkt. Und wir haben auch so ein Bild von Batman oder so auf diese Szene. Super Szene. Das wäre vielleicht die direkteste. Es gibt eine Vielzahl von Comic-Referenzen und die Beziehung zum Comic in Brasilien, der Cinema Marginal Leute, ist ja auch relativ nahe. Und Oswaldo Candeias zum Beispiel verfilmt Comics in bestimmten Momenten. Ja.
Ja, und diese Szene speziell ist ja auch noch die, bei der sozusagen eben der Hitler als der Kunstfreund auftaucht und dieser Maler, der in so einem Ritterkostüm oder seinen Batman, an seinen Batman malt. Ja. Ne? Ja. Gut. Ja. Haben wir keine weiteren Kommentare, Fragen, nicht? Nachfragen haben, dann. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei unseren Gästen heute Vielen Abend. Dank auch. Und ich lade euch nochmal herzlich an für die Tagung, das andere 68 nächste Woche ab Mittwoch dann im Museum Angewandter Kunst. Und wie gesagt, das Programm liegt da draußen. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank. Danke. Genau. Okay. Vielen Dank.